Hi, hier ist Yannick von android-videos.de und ich möchte Ihnen heute das Spiel Angry Birds Star Wars vorstellen. Das Spiel ist eigentlich ziemlich ähnlich wie die anderen Versionen auch. Das fängt schon mal alles beim Menü an. Sie können hier wie gewohnt Ihre Welt auswählen. Momentan gibt es nur drei Welten, aber ich denke, hier werden mit weiteren Updates auch noch weitere hinzukommen. Hier bei Path of the Jedi können Sie ein Level spielen, danach müssen Sie aber etwas zahlen. Außerdem steht Ihnen noch die Bonuswelt zur Verfügung. Natürlich haben Sie am Anfang nicht gleich alle Welten freigeschaltet, deswegen müssen Sie die eben im weiteren Spielverlauf erst freischalten. Ich fange einfach mal bei dieser Welt hier an und nehme das Level, das ich hier gerade zu erledigen habe. Also links haben Sie wie gewohnt die Vögel, rechts haben Sie eben die Schweine mit den bekannten Blöcken aus Glas, Stein, auch TNT haben Sie. Die Schweine sehen ein bisschen anders aus, also es sind hier zwei verschiedene Typen, die jedoch eigentlich sich völlig gleich verhalten, soweit ich das bemerkt habe. Die sehen also eigentlich nur anders aus. Und Sie sehen schon, die können sich diesmal ein bisschen selbst verteidigen. Bedeutet, hier wird irgendwas abgefeuert, das zerstört ihre Vögel zwar nicht, lenkt die aber ab. Ja, ich fange einfach mal an. Der Vogel hier ist der Vogel, wo aus einem Vogel drei werden, wenn Sie aufs Display tippen. Der ist ja schon bekannt. So. Es gibt aber auch Vögel, die sind komplett neu. Der nächste, den ich Ihnen zeigen werde, den kennen Sie eigentlich auch schon ein bisschen. Also das ist der ganz normale Standardvogel. Im weiteren Spielverlauf bekommt er aber ein Laserschwert. Das demonstriere ich jetzt einfach mal. Also einfach ganz normal abfeuern und dann irgendwann aufs Display tippen. Und dann benutzt er eben sein Lichtschwert und kann hier eben auch andere Blöcke zerstören. So, jetzt habe ich hier noch zwei Vögel, das sind wieder die, die ich anfangs schon hatte. Ich probiere jetzt mal den Schnee hier wegzumachen, da das alles auf Schnee gebaut ist, vielleicht rutscht das so ja runter. Ja, das war mir eigentlich klar, dass das passiert. Das Spiel hat bei mir total viele Abstürze. Ja, ein bisschen konnte ich Ihnen jetzt ja schon mal einen Einblick geben. Ich melde mich einfach, wenn das wieder soweit ist. So, da bin ich wieder. Also das Handy ist jetzt runtergefahren und wieder hochgefahren. Ich musste jetzt dann die App wieder starten. Das dauert natürlich seine Zeit und ist einfach verdammt nervig. Ich starte jetzt einfach nochmal ein anderes Level, weil ich Ihnen auch noch ein paar andere Vögel zeigen möchte, außer den Zweien hier, die ich gerade eben hatte. Ich zeige Ihnen das Level jetzt einfach nochmal kurz. Also Sie haben hier diese gelben Vögel, die ja sonst immer dafür bekannt waren, dass sie irgendwie beschleunigen können. In dieser Version hier machen die aber was ganz anderes. Die können nämlich eben auch abfeuern, wie vorhin diese anderen Vögel auch was abgefeuert haben. Genauso können die nun abfeuern. Die feuern dreimal ab, in kurzem Abstand, aber sie können nur einmal festlegen, wohin diese eben schießen sollen. Also ich zeige das jetzt einfach mal. Ich nehme den Vogel und gebe hier das da als Ziel an. So, und dann hat er da eben reingeschossen, dreimal. Und ja, das machen sie dann halt eben mit den anderen Vögeln auch. Das ist dann ja bekannt. Also diese Vögel können hier eben schießen. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Teilweise kann es natürlich auch sein, dass es eben zu wenig Schuss sind, diese drei, weil da beispielsweise irgendwelche Steinplatten dazwischen waren, die dann natürlich nicht so einfach zu zerstören sind. Okay, das hat jetzt nicht so ganz geklappt, aber ich denke, Sie haben schon gesehen, wie das funktioniert. Ja, also ich denke, ich zeige Ihnen jetzt nicht mehr viel, da das Spiel sich sonst wahrscheinlich gleich wieder verabschieden wird. Etwas möchte ich Ihnen nur zeigen. Ich gehe jetzt mal in die Anfangswelt, hier in Level 1. Normalerweise haben Sie zu Beginn nur diesen ganz normalen roten Vogel. Der kann auch gar nichts, so wie in den anderen Versionen auch, kann der einfach nur abgeschossen werden.
In diesem Fall können sie aber nachträglich rückwirkend irgendwelche Sachen freischalten. Also hier hat der Vogel eben, wie gesagt, am Anfang nichts. Im weiteren Spielverlauf schalten sie ihm dann das Lichtschwert frei. Das bedeutet, dass ich nun eben auch das Lichtschwert verwenden kann, obwohl das eigentlich in Level 1 noch gar nicht verfügbar war. Das geht nicht nur bei diesen roten Vögeln so, sondern es gibt auch beispielsweise noch schwarze Vögel, die irgendwelche Schockwellen auslösen können. Und diese Schockwellen verstärken sich im weiteren Spielverlauf. Und auch hier ist es eben rückwirkend so, dass dann auch in den Leveln, in denen das eigentlich noch gar nicht verfügbar war, dann trotzdem schon funktioniert. Eine Kleinigkeit hier oben, wenn Sie auf das Raumschiff tippen oder was auch immer das ist. Das ist eben so wie in den anderen Angry Birds Versionen auch. Hier wird Ihnen dann eben ein bisschen geholfen. Bei kniffligen Leveln können Sie das machen. Dieses Ei wird da platziert. Ich hätte es jetzt besser platzieren sollen, wahrscheinlich, aber das geht so natürlich auch. Zumindest kommt dann hier eben dieses Raumschiff und schießt an die Stelle, wo das Ei platziert ist und kann so eben auch dann das andere zerstören. Das haben Sie aber nur begrenzt. Ja, also sonst gefällt mir das Spiel bis auf die Abstürze ganz gut. Die vielen verschiedenen Vögel, die gefallen mir wirklich sehr gut, da sie eigentlich teilweise völlig anders sind, als wie man sie von den anderen Angry Birds Versionen auch kennt. Teilweise bewegen sie sich auch im Weltall. Also wenn sie die Gravitation von Angry Birds Space nicht gemocht haben, dann kommen sie hier leider trotzdem nicht ganz drum rum. Aber ich finde, der Wechsel zwischen der normalen Gravitation und der zwischen dem Weltraum, das gefällt mir eigentlich wirklich sehr gut. Die Vögel eben, wie gesagt, auch. Ein bisschen schade finde ich hier, dass man hier eben zahlen muss bei dieser Welt. Und die Abstürze, die gehen natürlich gar nicht. Ja, das war es auch schon soweit. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Das Feuer gespien. Die Person wurde auch schon gerade mal rot unterlegt. Das hat eben in Kontakt kommt. Dann wird es auch zu dem Algenzerstörungsmittel, mit dem Swampy aber nichts anfangen kann.